Weiß ich nicht. Ja, okay. Herr Kölner, der TSV 1860 gewinnt das nächste Freundschaftsspiel bei der SG Schnau beim Kreisliga-Vizemeister mit 8:0. Wie fällt Ihr Fazit aus? Ja, ich finde das Spiel sehr erfüllt. Also ich glaube, wir wollten ja, den Leuten hier, die schon in der Region von der letztjährigen Katastrophe ganz schwer betroffen und getroffen wurden, denen wollten wir schon jetzt auch mit dem Spiel, glaube ich, ja, ein bisschen Ablenkung aus dem Alltag. Wenn man jetzt so mitbekommt, dass da noch in den nächsten Wochen erst die Kommune mit ihren Aufräumarbeiten dann fertig ist, dann weiß man, wie das Ausmaß dieses Schadens, dieser Naturkatastrophe war. Von dem her, glaube ich, haben wir den Leuten hier einen schönen Tag beschert. Ich glaube, auch wieder ein bisschen mehr Hoffnung gegeben für ihren Alltag. Und ich glaube, ein paar Euro werden auch übrig geblieben sein, dass wir dann den einen oder anderen unterstützen können, damit der Schaden dann ein Stück weit weniger ist, geringer ausfällt. Und von dem her, glaube ich, passt toll. Es gibt keinen Verletzten in solchen Spielen. Und ich denke trotzdem, für jeden war es einmal eine gute Bewegung heute in Schönau am Königssee. In einem tollen Ambiente, tollen Idylle hier. Also von dem her, ja, wir sind super zufrieden. Jetzt erzählen Sie mal von Ihrem Treffen mit Hilde Gerg. Wie ist es genau abgelaufen vom Anpfiff? Ja, die wollte unbedingt ein Foto mit mir zuerst machen. Und ich habe gesagt, nein, ich mache mit ihr ein Foto. Also ich gesagt, das ist ja trotzdem, ja, ich glaube, für viele in meiner Generation ein absoluter Weltstar gewesen in der Schießszene. Und hat für Deutschland, glaube ich, viele Medaillen geholt und war für Deutschland ein Aushängeschild. Auch in ihrer Art, wie sie ist. Und das habe ich halt kennengelernt. Das war nicht nur am Fernsehen so, sondern so ist sie auch privat. Und ja, war ganz, ganz toll. Wie ist es mit Jesper Verlaat? Der war natürlich heute nicht dabei, weil er sich gestern beim 14:0 gegen Waldhof Mannheim verletzt hat. Wie schlimm ist es? Und wir haben gegen Karlsruhe SC gespielt, muss ich einmal berichtigen. Ja, nicht so schlimm, also eine kleine Wadenbröllung, eine kleine Zerrung. Also ja, ich gehe davon aus, dass in den nächsten Tagen wieder ins Training einsteigt. Jetzt war jetzt heute viel da, behandelt worden. Und ja, ich gehe davon aus, wie gesagt, dass ich Mitte der Woche spätestens einsteigen kann.